So, mein Freund und moin, liebe Freunde der modernen Unterhaltungsmedien und willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Phantom Crystal. Das letzte Mal haben wir diesen komischen Kauzig kennengelernt und sind kläglich an seinen Kapaloris gescheitert und hinter hat uns ein Dragoran ganz schön die Augen poliert. Diesmal werden wir das Ganze besser angehen als letztes Mal. Und werden direkt versuchen, ohne zu tauschen, ihn anzugreifen. Ich habe jetzt dummerweise natürlich trotzdem die Pokémon nicht vorher sortiert, um mal zu gucken, welchen ich da vorne lege. Aber ich glaube, ich hätte es eh nicht großartig anders gemacht. Wir greifen jetzt einfach mal richtig an und gucken, dass wir hier möglichst gut bei abschneiden. So. X hier links, rechts. Das habe ich gerade zufällig erraten. Ich war mir gerade ganz und gar nicht mehr sicher, ob es XW links rechts war oder YSPM. Aber YSPM scheint dann doch Thunderblitz zu sein. Und da hat Luigi Pichu schon mächtig einstecken müssen. Ja genau, benutzt Regentanz. So, der Windstoß kommt hinterher. Er hat ja drei Tränke. Er wird sie wahrscheinlich wieder haben. Und die drei Tränke wird er mit Sicherheit auch nutzen, sobald das kann. Deswegen sehe ich da noch ein bisschen Probleme. Aber die werden wir schon zu meistern versuchen. Da hat er das erste Item schon benutzt. Top-Genesung. Er hat noch einen Top-Trank. Und ich glaube, er hat noch einen Top-Genesung, noch einen Top-Trank. Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Aber wir befeuern ihn einfach. Und zwingen ihn dazu, die Sachen einzusetzen. Dann... Oh. Nicht sehr effektiv und doch so viel abgezogen. Wenn wir ihn einfach befeuern, wird er schon die Teile einsetzen. Und dann sind sie sehr fix weg. Und wir können sehr fix angreifen. Da benutzt das nächste Item, Hypertrank. Jawohl, da haben wir schon mal zwei Tränke weg. Er hat doch einen Top-Trank auf jeden Fall noch. Aber davon lassen wir uns gerade nicht beirren. Oh, die Hydro-Pumpe gegen Alo. Yikes! So, noch ein Windstoß hinterher. Jetzt kann er doch wahrscheinlich die nächste Runde Zitzer den nächsten Trank ein. Ich benutze mal Luigi Beach Bowser's Runde, um Alo zu heilen. Denn Alo hat momentan die stärkere Attacke, die er einsetzen kann. Und den brauchen wir auf jeden Fall länger noch. Luigi Beach Bowser ist leider ein bisschen hilflos gegen die Kapaloris. Weil Typ Wasser kann er nichts gegen machen und Typ Pflanze ist auch noch schwach gegen. Oh, er benutzt Hydro-Pumpe. Das war's für Luigi Beach Bowser. Mit Wasser geschlagen. Ist nicht so schön. So, jetzt benutzen wir Alex Storm. Alex. So, jetzt mach mich nicht unglücklich. Es ist nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Das ist so ein Crap. Schmeißt einen Pumpe in den Kampf, der wird direkt umgenatzt. Nur Wassertempo probiert. Jetzt hat er noch einen Top-Trank. Ich werde den setzt er jetzt ein. Ich werde mal in der Zwischenzeit Alex wiederbeleben, weil Alex sein Thunderblitz ist sehr interessant für diese Runden. Ja genau, damit ist der Top-Trank, das war mir klar, deswegen war es egal, ob wir mit zwei Leuten angreifen. In erster Linie. Damit heilt er seine Gesundheit. Hydro-Pumpe auf. Oh, geht daneben. Ich hätte Alo mal an erster Stelle setzen müssen, da wo jetzt Lego steht, weil dann kriegt er das ganze Kram ab und er steckt das besser weg. Oh, ein kritischer Treffer, sehr schön. Ich glaube, jetzt hat er alle seine Tränke auch aufgebraucht. Das sieht diesmal deutlich besser aus als letztes Mal. Halt, wir benutzen gleich Erdbeben. So, damit ist er auf jeden Fall weg, wenn... Ja, es kommt nämlich kein Trank, also ist er auf jeden Fall weg, das erste. Da kommt der Windstoß. Noch nicht. Jetzt aber gleich. Achso, ich habe Lego übrigens das Glücksei von Professor Eich gegeben. Der kriegt jetzt ein paar mehr Erfahrungspunkte durch das Glücksei. So, Windstoß. Und damit ist das Kapaloris hoffentlich weg. Geschichte. Und tschüss, Averidagi. Bye, bye. Auf Wiedersehen. So, ein Kapaloris ist weg. Er hat, glaube ich... 5 Kapaloris und ein Dragoran, gell? 2 da drin, 3, 4, 5 könnte sein und ein Dragoran. So, Erdbeben und Windstoß.
Damit schwächen wir beide gleichermaßen. So. Blättertanz kriegt der Alo ab, das macht gar nichts. Aber der Blättertanz gegen Leku ist nicht so schön. So, der Windstoß, der trifft. Wir benutzen Lekus Runde mal, um den Alex nochmal einen Trank zu geben. Ich glaube, ein Supertrank sollte sogar reichen. Auch wenn wir davon nur noch 7 haben. Ah, wir hätten doch einen Übertrank setzen sollen. Jetzt haben wir eine Runde verschwendet dafür. Und noch ein Windstoß. Na los. Oh, Leku bekommt Blättertanz ab. So, ich glaube, beide haben schon angegriffen. Das heißt, wir können jetzt Alex einsetzen. Oh, Windstoß hinterher. Damit haben wir noch einen Kapalores erledigt. Super. So, es kommt noch ein Kapalores. Wir können rechte Hand, das ist doch ideal. Rechte Hand und Windstoß. Das müsste dann mega stark werden. Ich hoffe, das klappt auch, wenn Alex Storm schon hin ist wieder. Ah, okay, die Hydro-Pumpe, ich habe, das heißt, er überlebt das sogar. Und Windstoß, das müsste jetzt bombig sein. Nicht schlecht. Und sogar verwirrt. Wir machen dieselbe Taktik nochmal. Das war eigentlich gar nicht mal so doof. Diesmal auf das andere. Doch mal auf das andere. Das war jetzt wiederum doof. Irgendwie habe ich das andere Vieh jetzt schon tot gesehen. Hä, das war echt nicht überlegt. Aber keine Sorge, wir haben eh noch eine Runde. Jawohl. So, rechte Hand und Windstoß, zack. Ja, ja. Und jetzt kommt der Windstoß auf Darkness and Destiny. Und das war's für das Kapalores. So, jetzt müsste Dragoran schon kommen, oder kommt noch ein Kapalores? Ne, eins hat er noch, genau. Es sind 5 Kapalores, 1 Dragoran. So, und für das Dragoran bereite ich jetzt vor. Wobei, solange ich rechte Hand hier draußen habe, kann ich das, glaube ich, einsetzen. Das ist, glaube ich, trotzdem ziemlich sinnig. Und auch das Kapalores. Ich werde ein anderes Pokémon dafür nutzen, um eine Runde... Oh. Ich glaube... Der hat noch überlebt. Alex Storm hat es noch gelebt. So. Okay, ich setze jetzt mal Joel ein. Ich weiß, Joel hat eigentlich keine Chance da. So. Oh, es ist sogar verwirrt, das Kapalores. Okay, ich benutze Joels Runde, um mir ein Pokémon wiederzubeleben, was eine Eisattacke kann. Da haben wir natürlich Luigi Beach Bowser zur Auswahl oder Leku. Da ich ja jetzt weiß, was Eisblitz für eine Kombination hat, benutze ich natürlich Luigi Beach Bowser. Denn ich bin der Meinung, Eisblitz ist stärker als... Eisstrahl. Joel kickt natürlich die volle Breitseite Hydro-Pumpe ab. Das wird ihn in die Knie zwingen, das war klar. Und dann setzen wir mal Gengar ein. So, Kapalores ist verwirrt.
benutzt trotzdem Hydropumpe und könnte Alu in die Knie zwingen. Ich hoffe nicht. Nein! Das ist alles andere als gut. Ich brauche mehr Runden. So. Crap. Wir beleben Alu wieder. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und benutzen hier einen Hypertrank für sich selbst. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Boah. Da ist er. Zack. Jetzt kommt Regentanz. Bitte verletze dich selbst. Nein. Hydropumpe gegen Gengar. Ich glaube, das kann der vielleicht noch wegstecken. Ah, sieht schlecht aus. Na, ein kritischer Treffer. Mann, das ist echt unfair. Sowas ist echt unfair. So. Erstmal werden wir uns jetzt um ein Kapalorus erleichtern. Und dann werden wir nochmal Gengar wiederbeleben, denn ich habe vor, Fluch einzusetzen. Hydropumpe. Alu steht jetzt an erster Stelle, das heißt, Alu kriegt jetzt eigentlich die hauptsächlichen Attacken ab, weil die greifen irgendwie immer das linke Pokémon als erstes an. Sonst ausgesehen linke Pokémon. Oh ja, Kapalorus greift sich selbst an. Ah, lebt noch, egal. Windsturz hinterher. Zumindest haben wir keine Attacke abbekommen. Okay. Dragoran. Wir haben auf dich gewartet. Erstmal synthesen wir. Und benutzen Eisblitz auf Dragoran. Oh, wir kriegen die Hydropumpe ab, aber die sollte nicht so viel Schaden machen. Flügelschlag auf Alu müsste auch nicht so viel Schaden machen, weil wir von Typ Flug sind. Oh, aber wir sind von Typ Flugpflanze. So, wir brauchen Gengar. Ich habe keine Zeit zum Fluch einsetzen, weil ich noch mehr wiederbeleben muss. Dragoran kriegt hier Eisblitz ab. Jawoll! Der war gut! So, wir benutzen die Runde von Gengar. Und beleben Alu wieder. So, und die Runde von Luigi Beach Bowser wird natürlich dafür verwendet, um Dragoran zu killen. Er kriegt Wutanfall. Das war's für Luigi Beach Bowser. Wir können aber jetzt Alu wieder einsetzen. Wir kriegen Blättertanz ab, das ist nicht so dramatisch. So. Gengars Runde benutzen wir für Fluch. Zack. Und Alus Runde benutzen wir, um jemanden wiederzubeleben. Und zwar Luigi Beach Bowser, aber das sah vorhin gar nicht so schlecht aus. So, Fluch. Damit hat Kapalorus den Fluch auf sich gezogen. Das könnte natürlich jetzt fatal werden. Aber ich bin da. Oh, Wutanfall, das war's für Gengar, okay. Das war nicht ganz so nach Plan, wie ich dachte. Vielleicht haben. Ich hätte gedacht, wir haben vielleicht ein bisschen Glück. Haben wir natürlich nicht gehabt. Blättertanz auf Alu ist nicht so schlimm. Dafür leidet Kapalorus zumindest unter Fluch jetzt. So, und wir machen wieder mal Tasche. Beleber. Und beleben Gengar wieder. So, und wenn wir schon mal dabei sind, machen wir Hyperheiler auf, Hypertrank meine ich, der auch hier irgendwo in der Nähe ist, auf Alu, damit er wieder voll ist. Ja, der muss noch ein paar Runden überleben. Dragoran bekommt einen Wutanfall.
Nuts, Luigi mit Bowser weg. Ein kritischer Treffer auch noch, super, da können wir gar nichts gegen machen. Aber durch Fluch bekommen wir zumindest trotzdem immer einen Angriff. Also wir greifen trotzdem jede Runde an und müssen eigentlich nur überleben. Blättertanz gegen Gengar, nicht sehr effektiv. Und wir bekommen durch Überrest ein paar KP wieder. Raugran ist sogar verwirrt durch Ermüdung wahrscheinlich, ja. Oh, der Fluch. Super, das ist perfekt eigentlich. Und, oh, Kapaloris ist auch verwirrt wegen der Ermüdung. Jawoll, ja. So, wir benutzen nochmal einen Hypertrank auf Gengar, damit wir ihn erstmal wieder hochpäppeln. Und benutzen hier einen lockeren Windstoß auf Kapaloris. Jawohl, es verletzt sich auch noch selbst, das Dragoran. Das sieht sehr gut aus diesmal. Regentanz. Jetzt müsste unser Windstoß noch kommen. Und der Fluch hinterher. Das könnte Kapaloris Ende schon sein. Komm schon, Fluch. Jawohl, es sieht gut aus. So, und wir machen jetzt nochmal einen Nachtnebel und gleichzeitig auch nochmal einen Windstoß hinterher. Das war's. Tschüss, Dragoran. Was zum Teufel, der Beat hat nicht gestimmt. Lasst uns gehen. Okay, Boss. Das waren ja ulkige Leute. Und vor allem Pokéball-Frisur. Egal. Zeit weiterzugehen. Weitergehen tun wir dann, weil der Kampf ja nun echt ewig gedauert hat, in der nächsten Folge von Pokémon Phantomkristall. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss.